Ein neuer Tag, ein neuer Dollar hier in Let's Play Animal Crossing. Let's go to the city. Oder so. Willkommen zurück. Oh mein Gott, es ist schon so lange her, dass ich wieder gespielt habe. Seit dem Melancholie-Angeln und es ist mittlerweile ja, fast 2 Monate her, dass wir hier. Also, wir sind jetzt 2 Monate im Voraus. Oder im Hintertreffen, besser gesagt. Ja, das ist krass. Aber was hast du denn dazu zu sagen, Keks? Uff, ich bin auch gar nicht so richtig wach. Trotzdem guten Morgen, Clef. Ich fange ein, ich fange keinen. Ich fange ein, ich fange keinen. Ich fange ein. Laut meines Fischhoroskops werde ich heute einen Bitterling fangen, Clef. Okay. Ja, das ist nicht so unwahrscheinlich, wenn du angelst. Bitterlinge gibt es momentan ziemlich häufig. Wir gucken uns einfach mal direkt heute an, was wir denn so Besonderes in unserer Stadt haben. Vielleicht haben wir nämlich irgendwen in unserer Stadt. Das weiß ich nicht. Das gucken wir uns mal an. Und generell. Haben wir eigentlich einen neuen Bewohner? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, das müsste auch langsam voll sein. Unsere 1, 2, 3. Wir sollten keinen neuen haben, richtig? Nö. Okay. Dann können wir langsam anfangen, Susi rauszuekeln, auch wenn die gerade in unsere Stadt gezogen ist. Das wird jetzt so ein bisschen unser nächstes Projekt. Oh, also ja, was kann ich für dich tun? Was gibt's Neues? Oh, durch das Tor? Nee, nix. Ja, schade, ne? Ja. Okay. Ist gerade übrigens Realtime, es ist jetzt 10.22 Uhr bei mir und auch im Spiel ist jetzt 10.22 Uhr. Und ja, sollte eigentlich schon alles aufhaben und sowas. Mal gucken, wie viele Bewohner schon unterwegs sind. Oinka ist auf jeden Fall schon da. Oh, Bajua. Auf dass der Tag so gut wird wie dieser Morgen, nicht wahr? Lächle. Eine Frage, Heißen. Wo bewahrst du dein Geld auf? Ich habe immer noch kein Geld. Ich weiß nicht, irgendwie muss ich die Frage schon mal beantwortet. Sag ich einfach mal Bankkonto wieder mal. Das ist die weiseste Entscheidung, finde ich. Es gibt keinen Ort, der sicherer ist als die Bank. Und außerdem gibt es dort Zinsen, Lächeln. Ja. Ja. Haben die Banken irgendwas mit diesem Spiel zu tun? Verschwörung, ich weiß es nicht. Ja, ich bin noch gar nicht so richtig wach, weil ich halt auch gerade erst aufgestanden bin, weil es ja noch Echtime 10.23 Uhr mittlerweile ist. Habe ich eine Kugelassel bereits? Ich weiß es gerade gar nicht. Wir haben auf jeden Fall leere Taschen, das ist schon mal gut. Das heißt, wir können eine Menge aufnehmen. Ich weiß noch nicht, wie lange mittlerweile jetzt die Goldschaufel vergraben ist. Realtime schon Ewigkeiten, aber in-game sind es, glaube ich, gerade mal 2 Tage. Ich weiß es nicht. Ich werde es auf jeden Fall erst am nächsten Tag ausgraben, also am 14. Und dann gucken wir mal, ob es denn eine Goldschaufel geworden ist. Vielleicht muss ich auch erstmal mit einer Goldgießkanne gießen oder irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Wobei, nee, das kann gar nicht sein, weil ich hatte nie eine Goldgießkanne in Let's Go to the City. Wobei, zumindest nicht legal. Also halt geschenkt bekommen. Ah, du nimmst dir einiges raus, einfach so in mein Haus reinzuplatzen. Aber du hast Glück, denn heute habe ich meinen großzügigen Tag. Also hereinspaziert. Ah, da habe ich wirklich Glück. Was? Überraschend ordentlich und sauber hier drin. Okay. Ist das nicht auch ein Schrank? Nee, ist das nur eine Lampe. Okay. Hey. Warst du schon einmal in der Akademie des Schönen Hauseszentrale in der Großstadt? Das Muster, das dort ausgestellt wird, ist immer für eine gute Ideenquelle für das eigene Haus. Aber ich kann es einfach nicht ausstehen, wenn das andere das Musterzimmer 1:1 übernehmen. Wenn andere. Okay. Also sieh es einfach als Inspiration an. Verstanden? Hey, man. Ja, das ist schon ein bisschen... Ja, unkreativ und doof, wenn die anderen das einfach übernehmen. Aber das gibt's in der echten Welt leider zu häufig. So, wer wohnt hier eigentlich nochmal? Samson. Ah, Samson. Keine Musik hier drin, sehr still. Und ein komischer Vogel. Mann, ich will die Kamera hier drin drehen. Also frei drehen, nicht nur so. Ich habe gerade einen Schock bekommen, dass das geht. Klar, hier, so konnte man ja die Kamera bereits in Let's Go to the City drehen, ja. So, hey Samson. Ah, Heißen, hast du mich vermisst, was? Ja, geht. Ich mache nur gerade meine Bewohnerrunde, ne? Jo, hey Heißen, gib dir das mal. Siehst du diese Klamotten? Findest du, dass ich die tragen kann? Lieber nicht. Oh Mann, ich wusste es. Mein Delta-Muskel sieht irgendwie voll mickrig darin aus, oder? Alle deine Muskeln sind mickrig, sorry. Dein Kopf ist zu groß für Muskeln, so. Also, das ist generell unproportional. Nicht leicht ein Outfit zu finden, in dem ich so massig aussehe, wie ich auch bin, Pieps.
Es würde vielleicht helfen, wenn du kein pinkes Outfit trägst, als richtig cooler Muskeldude. Das würde deinem Image vielleicht ein bisschen mehr helfen. Aber gut, das ist deine Entscheidung. So, wer wohnt hier? Hier wohnt Jan. Ich habe schon wieder vergessen, wie das Lied heißt. Ist das der Walzer? Nee, das ist... Doch, das ist der Walzer. Okay, gut. Hey. Herr EHSN, bist willkommen. Mach's dir bequem. Entspann dich, yo, Digga. Ja, gerne. Ich leg mich mal hin. Okay, ich bin wach. Hey. In letzter Zeit bin ich zwischen der Großstadt und Draconia hin und her gerannt. Keine Ahnung, langsam langweilt's mich. Ich brauche mal neue Leute zum Abhängen. EHSN, du bist doch aus einer anderen Stadt, stimmt's? Du hast bestimmt Freunde von anderswo. Nicht so heimlich tourisch, komm schon, mach uns bekannt, yo, Digga. Das würde ich gerne, aber Nintendo hat das Wi-Fi-Zeugs abgeschaltet. Wobei ich ja mittlerweile Informationen bekommen habe, dass das wohl auch anders noch geht. Aber, kein Bock, mich da reinzuarbeiten. Nein, noch nicht zumindest. Meine Stadt ist eh noch nicht. Die ist noch im absoluten Aufbau und da muss noch eine Menge passieren. Und ich muss noch eine Menge mit Designs machen irgendwann. Und, es ist so viel zu tun. Ich muss halt vor allem auch einfach mal weiterspielen und nicht immer am selben Tag spielen. Das würde schon helfen, glaube ich. So, wie viel habe ich eigentlich gerade noch an Geld? Das ist jetzt eigentlich relativ viel, genau. 35.000, super. Ich will das eigentlich primär jetzt erstmal gar nicht für das Haus benutzen, sondern um Sachen zu kaufen, um Nook expandieren zu lassen und keine Ahnung was noch alles. Oh ja, der Westentätisch. Kostet nur 1.800 Sterne. Ist ein Schnäppchen, hm? Ja, ja. Okay. Na, vielen Dank. Ja, das macht genau 1.800 Sterne. Ja, vielen Dank und komm mal wieder. Teppich, Tapete, was haben wir hier? Steinwand. Nee, das ist jetzt nicht so meins. Nicht so heimelig. Ah, der Wolkenteppich. Ja, nur 1480 Sternis. Ja, der ist ziemlich hübsch tatsächlich. Ah, ich sehe deine Begeisterung in den Augen. Ja, hier, komm. Wie geschenkt. Vielen Dank. Ja, das macht genau 1480 Sternis. Vielen Dank, komm bald wieder. Okay. Holen wir uns wieder unsere drei täglichen Punkte ab, die es sich eigentlich gar nicht lohnt mitzunehmen. Aber, also, wir sind eh gerade hier. Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich? Oh, wir haben schon 108 Punkte. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Mitglied. Wir brauchen noch, ja, 192. Gut. Ich lehne, glaube ich, mal wieder Briefpapier mit. Ah, Regenbogenpapier. Ja, immer schön, um, keine Ahnung, Freude zu verbreiten. Immer viel in der Packung. Oh, da viermal, achtmal Freude. Ja, das bist ja ein richtiger Botschafter hier. Ja, ich muss mal wieder hier spread the love und so, ne? Ja. Außerdem hat noch nicht jeder von mir überhaupt einen Brief bekommen. Das muss ich mal ändern. Aber ich glaube, das mache ich mal offscreen, weil irgendwie habe ich jetzt gerade nicht so viel Lust, die Texte einfallen zu lassen, um das Ganze nur zu beschleunigen. Deswegen mache ich das, glaube ich, wirklich mal offscreen und werde den wieder für sich verschicken, so. Weil das wäre ganz cool, wenn die mal wieder Früchte bekommen, in der Hoffnung, dass wir dann vielleicht auch mal andere Früchte bekommen oder so. Nee, ich glaube, ich muss mich jetzt tatsächlich mal ein bisschen stadtgestalterisch schon mal einsetzen. Weil wir momentan... Ja, wir haben halt viele Möglichkeiten, aber irgendwie nutze ich gerade keine so richtig. Sondern laufe nur blöd rum und sammel Fische, was im Winter jetzt eigentlich wirklich nur für Geld da ist. Und da unterhalten sich Rosi und Michelle. Rosi hat jetzt auch das Outfit von Samson an. Läuft da was zwischen den beiden? Wobei, bei Rosi passt sogar ganz cool. EHSN, dich habe ich gesucht, Nuff-Nuff. Hör zu, ich habe die super Idee. Wir bringen einem Huren bei, wie man Baseball spielt. Nein, echt jetzt. Wenn wir einen Baseball-spielenden Huren hätten, dann wären wir im Nu reich. Wir müssen das machen. Das ist die beste Idee, die ich je hatte. EHSN, du fakest einen Huren. Beeil dich. Sonst kommt doch irgendwie auf dieselbe Idee. Sorry, das wird nix. Hey, aber warte, warte. Überleg dir das doch nochmal. Sorry, aber die Dinger sind mega schwer zu fangen. Ich weiß gar nicht, ob das zum Winter geht. Wahrscheinlich. Ah, EHSN, na, nach dir habe ich gesucht. Ich muss dich um einen Gefallen bitten, Öhrchen. Ich stecke ja so in der Klemme, EHSN. Ich habe allen erzählt, dass ich eine Flussgrundel hätte. Den angesagtesten Fisch überhaupt. Ja, ich habe aber gar keine. Ich weiß doch, dass Schwindeln hier eine Lösung ist, aber...
Ich hatte so Angst, dass die Modefischfanatiker mich sonst ausschließen. Nur du kannst mir jetzt helfen, Heißen. Du musst mir eine Flussgrundel fangen. Bitte, du musst mich von dieser Peinlichkeit bewahren. Bitte, Öhrchen. Ui, das Wochenende beginnt super. Ich darf wieder rausschneiden. Ja, mit Vergnügen. Perfekt, nun liegt alles in deinen Händen, Öhrchen. Eine Flussgrundel. Ich glaube, die haben wir schon gefangen, oder? Cursor. Hey. Hey. So. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn nicht, dann kannst du es vergessen. Flussgrundel. Ja, hervorragend. Flussgrundel wollte sie, ne? Ich meine schon. Gut, dann machen wir uns mal ans Angeln und versuchen währenddessen immer weiter Richtung Schneiderei zu gehen. Das wäre nämlich noch ein Daily, was wir noch machen können. Wahnsinnig viele Dailies können wir eigentlich auch noch gar nicht machen. Also wir können Obst verkaufen, wir können ein bisschen angeln. So Zeugs, aber ist alles irgendwie jetzt nicht so sonderlich spannend. Mit Bewohnern reden ist halt da noch das Spannendste. Deswegen werden wir das momentan noch vermehrt tun. Auch wenn entweder alle Stimmen gleich klingen oder total anders als in vorherigen Parts. Aber egal. Es sind halt sehr wandelbare Charaktere, ja. Das ist halt einfach so. Hier ist wieder einer. Okay. Wobei die für den Flussgrundel auch eigentlich deutlich zu groß sind. Die sind ja eigentlich recht klein. Bisschen größer als ein Bitterling, glaube ich nur. Könnte man überprüfen. Ich glaube, da zählt steht eine Größenangabe im Fangbuch. Aber ist auch vollkommen egal, denn jeder Fisch bringt Geld. Zwar nicht immer unbedingt viel, aber er bringt Geld. Da, ein Flussbarsch, okay. Ist aber Grundel, oder? Ich habe es halt schon wieder halb vergessen. Fuck. Der wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht gewesen. Gut, im Meer angle ich jetzt mal nicht. Ich renne jetzt mal nach oben, so Richtung Schneiderei halt. Wen haben wir denn heute noch nicht getroffen? Den Geralt haben wir noch nicht getroffen. Und Susi, das war es tatsächlich schon. Krass. Wir haben schon ziemlich viel auf unserem Weg hier getroffen. Ach so. Oh Mann, ja. Ich habe mich gerade gewundert, warum da ein Haus, so ein Bewohnerhaus steht. Aber ja, klar, die sind ja von Anfang an gepflanzt. Und man kann da nur einziehen. Ich dachte so, hä, ich habe doch keine Zeit mehr Bewohner. Oh Mann. Ja, okay. Fail. Naja. So, komm, du bist eine Flussgrundel. Nein, du bist ein Ayu-Fisch, ein Stint oder was weiß ich, ja. Okay. Ich muss tatsächlich ziemlich schnell mal aus dem Winter rauskommen, da oben ist Susi. Weil, man kann halt einfach nicht so gut angeln. Und das ist momentan eigentlich die beste Möglichkeit, um an Geld zu kommen. Ist echt ungünstig, dass ich im Winter angefangen habe. Aber okay. Nicht schlimm. Hey, ich mag dich zwar nicht, aber... Alter, der Blick ist ja noch gruseliger. Hey, Niklas. Sag mal, kann es sein, dass ich eigentlich immer alle Leute gleich begrüße? Ich versuche gerade, mir eine erwachsenere und damenhaftere Sprechweise anzugewöhnen. Hast du nicht eine gute Idee für einen neuen Begrüßungsspruch, Niklas? Ja. Jawohl, ich wusste, du würdest mir das nicht abschlagen, Niklas. Los, vis-à-vis. Ich spreche sie genauso nervig, wie ich sie empfinde. Die mache ich aber nicht damenhaft. Die mache ich so, Was finde ich eine nervige Begrüßung? Irgendwas, was mit dieser ätzenden Stimme passt. Mann, ich bin wieder unkreativ. Ich glaube, ich überlege jetzt erstmal und schneide das auch raus. Verdammt. Was gibt's denn da so?
Wie viel kann ich eingeben? Ich mache erst was richtig Cringiges. So, das ist cringy bei dir. Hallöchen, Süßer. Wow, hast du das gehört? Klang das gut? Das war perfekt. Hallöchen, Süßer. Ja, das verstehst du als so eine erwachsene Begrüßung, Niklas? Wenn ich das sage, wird mir ganz kribbelig. Ich werde diesen Spruch so lange üben, bis ich ihn auswendig kann. Hallöchen, Süßer. Oh Gott, was habe ich getan? Was habe ich getan? Naja, okay. Dann sind wir also ab jetzt ihr Süßer. Okay. Ja, gut. Ich könnte mal wieder mein High-End-Outfit anziehen. Ich könnte jeden so reden lassen, dass ich dann wirklich so Richtung Pornstar-Karriere so. Das kann man machen. Will ich hier irgendwas? Ich kauf das Ding. Das Teil ist hier für dich gemacht. Yo, cool, ey. Ein Herzennadel, geil. Oh, da hinten ist Keks Schirm. Also das ist genau der Schirm, den Keks immer hat, wenn es regnet. So. Das ist das Shirt von Thorsten, dem Bären. Warum weiß ich sowas? Hey, rede mit mir. Ich bin gerade sehr beschäftigt, immer noch. Tina. Was ist denn jetzt schon wieder, Schwesterchen? Jeden Tag dasselbe. Okay. Dann halt nicht. Danke, komm trotzdem bald wieder. Natürlich, jeden Tag. Und dann wieder, und dann wieder, und dann wieder. Und hier muss ich mir wenigstens nicht den Magen auspumpen lassen, wie bei Planktons Stammkunden. Generell, es gibt hier kein Restaurant, es gibt nichts zu essen. Man hat hier nur Obst. Man lebt nur von Obst. Okay, manchmal gibt es sogar Schokolade, aber... Man lebt nur von Obst. Ja. Ich brauche Fleisch. Veganer triggert. Barsch. Ich brauche einen... Ach, habe ich nicht sogar schon... Nee, Moment. Nee, ich hatte keine Flusskundel. Das war eine Illusion. Aber apropos, ich habe nichts mehr in meiner Tasche. Also apropos gerade Tasche geöffnet, nicht apropos Illusion. Hier ist die zweite Schneekugel. Die andere war auch schon irgendwo... Richtung Nordost, Südosten. Aber irgendwie habe ich da jetzt keine Motivation, einen Schneemann zu bauen. Andererseits wäre schon ganz cool. Ich glaube, ja, ich gucke mir jetzt gerade nochmal an, wo die andere war. Also die ist jetzt hier kurz vor dem Museum. Gucken wir mal, wie wir die zusammenführen können. Muss ja den Winter ein bisschen ausnutzen, nicht? Schöner Fluss Barsch. Mann, Mann, Mann. Das sind die falschen Fische. Und auch wenn ich noch eigentlich rein gar nichts geschafft habe, ist schon wieder ein ganzer Part rum. Das ist heftig. Okay, ich glaube, ich verkaufe erstmal meine Errungenschaften. Wobei, den Stein habe ich auch nicht geschlagen. Geldsteine, wichtiges Thema. Momentan, für uns vor allem. Hervorragend. Ich brauch Schotter, komm! Nein, ich hab's verkackt. Nein, ich hab's nicht verkackt. Super. Das reicht ja eigentlich erstmal wieder. Ja, gut, ich glaube, das lassen wir erstmal liegen, bis wir wieder ein bisschen Platz in unserem Inventar haben. Oh, letzte Chance jetzt hier. Letzter Slot. Nee. Das könnte tatsächlich eine Flussgrunde sein. Ich weiß nur leider nicht, wo Michelle jetzt hin abgehauen ist. Aber gut, das ist sowieso das Mysterium von Animal Crossing, wie schnell sich die Charaktere porten können. Denn so schnell bewegen können sie sich definitiv nicht, wenn man sie mal 2 Minuten lang beobachtet. Wobei, in manchen Spielen können ihr sogar rennen. Also in der Gamecube-Version ging das, also im Gamecube-Spiel. Und in New Leaf können die, glaube ich, auch rennen. Ich habe auch irgendwo vorhin auf der linken Seite eine verwelkte Blume gesehen, aber
irgendwie nicht erreicht. Ich bin da nie hingekommen. Oh, hier ist Geralt. Und das hätte auch wieder eine Flussgrundel sein können. Mensch! Okay, ich glaube, Geralt verkaufen und... Also nicht Geralt verkaufen, sondern Geralt unsere Sachen verkaufen und die Schneekugel. Und nach der Flussgrundel suchen, sparen wir uns den nächsten Part auf. Dann geht's weiter. Ja, ich glaube, die Schneekugeln werde ich jetzt mal zusammenbringen. Das geht nicht. Ich bin voll. Naja, wie dem auch sei. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ihr Bock habt. Bis dahin. Tschüss.